Galaktischer Schlaf, wieder so eine merkwürdige Begriffskombination. Nun, dieses Video hat einen aktuellen Anlass. Ich wurde zu einem Online-Kongress eingeladen, um über gesunden Schlaf zu berichten. Und natürlich kann ich das aus medizinischer Sicht tun, aber für mich ist Schlaf mehr als erholsam, wichtig, heilsam für Körper, Geist und Seele. Schlaf ist wichtig auch für unsere galaktische Wesenheit, weil wir im Schlaf, so würde ich das ausdrücken, in uns selbst hineinfallen. Allein schon die Tatsache, dass wir mit geschlossenen Augen schlafen, ändert ja schon etwas, weil wir quasi die äußeren Ablenkungen abschalten. Joachim Ernst Behrendt, der Autor von dem Buch Nada Brahma, hat die Sinne eingeteilt. Und diese Einteilung finde ich sehr plausibel und nachvollziehbar. Der Gesichtssinn ist der einzige Yang-Sinn. Wir werfen einen Blick hinaus in die Welt. Die anderen Sinne sind jene, die auch von den Organen her schon als Höhlen angelegt sind, wo wir die Welt in uns hereinholen, also speziell der Gehörsinn, da holen wir die Welt in uns herein, die Mundhöhle, die Nasenhöhle. Aber auch der Spürsinn, das Fühlen, das Wahrnehmen auf der Haut ist ein empfänglicher, ein Yin-Sinn. Und allein schon, wenn wir die Augen schließen, kehren wir in uns selbst heim, so könnte man es auch sagen. Und der Schlaf hat vor allem die Funktion, dass wir in Ruhe auf Wanderschaft gehen können. Natürlich können wir untertags während der Meditation auch unsere Visionen haben. Ich habe das sehr oft erlebt in meinen Trance-Visionen. Aber der Schlaf ist doch etwas anderes. Und zumindest ist das meine Erfahrung, wir gehen im Schlaf auf Reisen in andere Dimensionen. Und weil wir dort sehr oft lernen und begleitet werden, geleitet auch werden, daher ist es so wichtig für unsere Lebensgestaltung. Also galaktischer Schlaf ist mehr als bloß gesunder, heilsamer, regenerierender Schlaf, der natürlich auch wesentlich ist. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du dir mein Glücklich Schlafen Webinar ansehen. Den Link setze ich unterhalb dieses Videos. Oder vielleicht möchtest du auch diesen Kongress, bei diesem Kongress teilnehmen. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Für mich fast noch wichtiger ist eben der galaktische Schlaf, in dem wir oft auch unseren Aufgaben nachkommen. Denn wenn wir in anderen Sternensystemen unterwegs sind, als Starseeds, als Sternensaat tun wir das, dann haben wir dort ja nicht nur Urlaub oder gehen spazieren, sondern dann haben wir dort tatsächlich Aufgaben, denen wir nachgehen. Manche von uns gehen auch auf die Raumschiffe. Also das hat alles seinen Sinn, hat seine Wichtigkeit. Und daher möchte ich dich speziell darauf hinweisen, dass wenn dein Schlaf nicht so ideal ist, wie er sein sollte, dass du vielleicht danach trachtest, etwas daran zu verbessern. Und da kann dir dieses Webinar helfen. Gibt auch einen eigenen Online-Kurs dazu, in dem ich dich begleite. Gibt auch ein Buch dazu. Also gönne dir gesunden, heilsamen Schlaf, aber gönne dir vor allem auch galaktischen Schlaf, denn du bist mehr als dein Körper, der hier auf der Erde materielle Erfahrungen macht in einem spannenden, einem polaren Umfeld. Du bist ein galaktisches Wesen und als solches solltest du dir mehr Schlaf gönnen, weil das wichtige Zeiten sind.